Ja, hallo, ich bin der Semtex und ich spiele Forza Horizon 2 auf der Xbox 360, normalerweise auf der One, aber jetzt halt gerade auf der 360. Da muss ich auch noch Erfolge machen und ich mache ein Schaurennen. Das ist in Saint-Martin, muss man gegen den Zug ein Rennen fahren, da kriegt man leider nur vorgefertigte Autos, sonst wäre das ja leicht. Jetzt muss ich mit der Corvette fahren und du fährst von A nach B und wenn du ja, den Zug schlägst in den Kontrollpunkten, dann gibt es einen Erfolg. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ja, einfach die Karre fährt nicht allzu gut. Schauen, dass man wenig aneckt, was mir leider nicht immer gelingt. Und ja, nichts rammt und so weiter, aber das müsste eigentlich schon gehen. Und wenn ihr das gemacht habt und am Ziel ankommt, dann gibt es einen Erfolg. Was mich immer wieder wundert, normalerweise spiele ich hier auf der One. Und nicht, dass das jetzt schlecht wäre, aber die Grafik von der One ist einfach so gut, wenn ich da das von der 360 anschaue. Das sind einfach, obwohl es zwei gleiche Spiele sind, zwei verschiedene Dinge. Also da ist einfach viele Sachen, wo bei der 360 anders sind, bei jetzt besonders Horizon 2 wie bei der One. Und ja, das von nebenbei wollte ich euch zeigen, aber ich schätze, die meisten von euch haben es schon. Und ja, das war's schon. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, euer Wookie. Das war brillant. Das beste Rennen, das ich diesen Sommer gesehen habe.